Die Charité in Berlin ist eine der größten und renommiertesten Universitätskliniken Europas. Als solche sind wir in vielen Bereichen Vorreiter, Ideengeber und Innovator auf den Gebieten der Forschung, der Lehre und im Besonderen der angewandten Medizin. Wir stellen einen fortwährenden Wissens- und Know-how-Transfer aller drei Bereiche sicher, um heute und auch morgen unseren Patientinnen und Patienten universitäre Spitzenmedizin zu bieten. Wir haben an der Charité eine exzellente Ausbildung in der Human- und Zahnmedizin. Darüber hinaus bilden wir auf der Bachelor- und Master-Ebene in den Gebieten Public Health und Gesundheitswissenschaften aus. Unsere jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in 10 weiterbildenden Studiengängen qualifiziert, unter anderem in den Gebieten Toxikologie, molekulare Medizin oder den Neurowissenschaften. 2 Studiengänge im Bereich der Gesundheitswissenschaften bereiten auf die Übernahme von anspruchsvollen Fachfunktionen in unterschiedlichen gesundheitswissenschaftlichen Handlungsfeldern vor. Mit einer Vielzahl an postgradualen Studiengängen trägt die Charité der zunehmenden Spezialisierung im Gesundheitssektor Rechnung. Unsere rund 7000 Studierenden besitzen ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft. Sie werden trainiert, lebenslang zu lernen und kümmern sich schon im Studium exzellent um Patienten. Sie lernen, wissenschaftliche Arbeiten zu bewerten und selbst wissenschaftlich zu arbeiten. Den stetigen Kompetenz- und Wissenszuwachs der Studentinnen und Studenten stellen wir durch die systematische Konzeption der Studien- und Prüfungsordnungen sicher, die wir regelmäßig überprüfen und anpassen. Besonders im Modellstudiengang Medizin werden diese wissenschaftlichen Prinzipien in einem kompetenzorientierten Curriculum gelehrt. Von Beginn an steht die interdisziplinäre, praxisorientierte Ausbildung am Patienten im Vordergrund. Dabei gibt es keine Trennung zwischen der Vermittlung von Grundlagenwissenschaften und klinischen Fertigkeiten. Der Unterricht findet integriert statt. Auch unsere Lehrenden sind gut qualifiziert. Sie bilden sich didaktisch weiter. In der Humanmedizin lehren sie in 40 Modulen über 10 Semester hinweg. In einer Lernspirale wird der Wissensstoff vermittelt. Die speziellen Bedürfnisse der Studierenden, die können sie in unseren Wahlpflichtmodulen bekommen, die unterschiedliche Themen beinhalten. Der Schwerpunkt liegt auf interaktiven Unterrichtsformen, häufig in Kleingruppen, in denen die Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit wichtige Aspekte sind. So können beispielsweise in Rollenspielen Untersuchungssituationen simuliert und dabei Diagnosetechniken gegenseitig geübt werden. Auch beim E-Learning sind die Schwerpunkte an den Zielgruppen ausgerichtet. Online-Lexika und externe Lernressourcen sind heute ganz selbstverständlich. Die interaktive Erstellung von E-Learning-Inhalten, wie auch die Bereitstellung von Lernmaterial für Lehrende und Studierende, spielen dabei eine maßgebliche Rolle. Unsere Fakultät möchte natürlich die Qualität in der Lehre stets bewahren. Wir haben uns als erste medizinische Fakultät in Deutschland im Bereich Studium und Lehre zertifizieren lassen. Um auch in Zukunft immer die moderne Lehre anbieten zu können, haben wir eine Professur für Ausbildungsforschung eingerichtet. Die Charité Universitätsmedizin Berlin bietet angehenden Ärzten und weiteren Gesundheitsexperten eine Ausbildung, die sie zu anerkannten Fachleuten des Gesundheitswesens macht, sodass sie den dynamischen Herausforderungen in Medizin, Wissenschaft und Gesellschaft gewachsen sind.